Ja, Elvis Lampfield schaut heute aufs Matchblatt und ihr seid schon fast einer von den Erfahrenigeren in Linie 3 und 4. Wie ist es in den letzten Tagen mit all diesen Verletzungen, vor allem auch euch, so ein bisschen sinnbildlich, vor allem die Jungen, die neu sind, reinkommen? Ja, aber das ist sicher schon speziell, dass gerade so viele auf einmal verletzt sind und hilft sicher nicht gerade. Aber gleichzeitig ist es auch eine Chance für uns Junge, um eben mehr Eiszeit bekommen, spielen und uns zeigen. Und ja, ich denke, wir müssen das Positive sehen und das Beste daraus machen. Das ist eben auch, glaube ich, so die Frage. Man kann ja nicht wirklich unzufrieden sein heute mit dieser Ausgangslage, dass das Spiel bis zum Schluss noch so ausgeglichen können gestalten. Auf der anderen Seite auch nicht ganz glücklich, weil man halt gleich die vierte Niederlage in Serie hat. Ja, eben, die Niederlage ist sicher unglücklich und schmerzt auch. Aber ich denke, insgesamt ist der Match heute sicher eine Steigerung gewesen. Wir haben eben gekämpft bis zum Schluss und sind vielleicht am Schluss ein bisschen das unglückliche Team gewesen. Wir haben viele Chancen gehabt am Schluss, um den Ausgleich zu schiessen, aber heute jetzt auch nicht wollen. Seid ihr dort den Jungen, die nachkommen, oder zum Teil Jungen sind auch 24-Jährige, die von Schottfond kommen und heute ihr erstes National League spielen, seid ihr schon ein bisschen Integrationsfigur für die? Könnt ihr denen ein bisschen helfen? Ja, das weiss ich nicht. Das müssen die fragen. Aber ich probiere ihnen zu helfen und natürlich auch eben zu sagen, es soll Gas geben. Aber ich denke, das weiss jeder auch selber. Und eben, man wird gut auch informiert von den Coaches und gut aufgenommen vom Team. Also das ist, glaube ich, kein Problem.